Hallo ihr Lieben, ich möchte euch ganz einfach schöne Ostern wünschen und ich wünsche uns allen die schönsten Ostern unseres Lebens, auf dass diese Ostern so richtig biblisch werden. Ich schwöre euch, ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so ein frommer Mensch werde. Aber spricht viel dafür, dass diese Ostern biblische Ostern werden. Schon alleine deshalb, weil nach Ostern vielerorts die Masken fallen. Macht euch schöne Ostertage. Ich persönlich habe sogar 2 Flaschen Sekt im Kühlschrank. Es sieht gut aus, größtenteils. Was nicht so gut ist, ist der Himmel. Im Moment scheint hier zwar die Sonne, aber ansonsten, ja, daran werde ich mich nie gewöhnen, diese faustdicke Wolkendecke, die nicht nur Frische bringt auf den Kanaren. Und so wie ich das mitbekomme, ist es vielerorts so, nicht der schönste Himmel. Und vielen Menschen und Tieren, ja, denen geht es nicht so gut, wenn sie mal in den Himmel gucken und körperlich zeigt sich das dann auch. Auch die Tiere. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier meine Sunny ist meine sensitivste und feinfühligste Katze. Die geht seit Tagen nicht mehr raus. Ja, recht hat sie, oder? Ich merke das selber an mir. Auch an den Katzen, die draußen sind, wenn es nicht so bekömmlich ist. Und was ich aber auch merke, wir wollen ja immer das Positive finden. Wenn die Sonne scheint wie jetzt, dann gehe ich wirklich sofort in die Sonne. Und es ist wirklich, ich merke total, oh mein Gott, das tut dir so gut. Mach das, wenn die Sonne scheint, saug die auf im Moment. Und ansonsten ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn denn möglich, wenn Mensch und Tier sich ein bisschen mehr drinnen aufhält. Ich bin gespannt, bleibe aber entspannt, was auch immer passiert oder nicht passiert. Auf jeden Fall freue ich mich richtig auf Ostern dieses Jahr. Und wenn man bedenkt, dass diese Festtage mir persönlich eigentlich immer sowas von Schnurzpiep egal sind, dann hat das wirklich was zu sagen. Also, macht euch eine schöne Zeit, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen. Sekt kann man immer trinken, wisst ihr ja. Ein kleiner Tipp noch am Rande. Ostern. Ein frommes Fest. Ein kirchliches Fest. Es sind ja alles Feste der Liebe. Es gibt ganz, ganz viele tolle vegane Ostermenüs. Eure Kirsten und